Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Die dritte Episode im neuen Jahr und ich darf den lieben Tobias, Leo Dolter, Tobi, servus, begrüßen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern, Daniel. Freut mich, dass ich da bei dir sein kann. Tobi, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze ich mal in die Situation hinein. Du bist auf einem spannenden Netzwerkevent, jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit digital. Oder einfach mit Freunden am Abend was trinken und ihr kommt mit neuen Personen in Kontakt, die du noch nicht kennst und die auch dich nicht kennen. Und die Frage entsteht, Tobi, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Wir starten gleich mit einer schwierigen Frage. Ja. Nein, also wenn ich mich beschreiben müsste, Unternehmer. Das heißt, ich habe einige Projekte, die ich betreue. Das, was die mit Abstand größte Zeit betrifft, ist eben meine Crowdmessing-Plattform Renity. Auch Startup gegründet vor mittlerweile 6 Jahren. 2015, also ja. Startup-Definition vielleicht gar nicht mehr. Passt gar nicht mehr. Sagen wir Unternehmen, Unternehmertum und ich glaube, etwas Neues auszuprobieren. Und das kann man eigentlich jeden Tag aufs Neue leben. Das kann sein, ein Unternehmen gründen, das kann sein, etwas Neues auszuprobieren. Und ich glaube, da gibt es viel Motivation in diesem etwas Neues zu erleben. Mhm. Jetzt hast du es angesprochen, jeden Tag was Neues erleben. War das schon in deiner Kindheit so, dass du immer neue Dinge ausprobieren wolltest, im Kindergarten schon dich in Hobbys irgendwie reingefuchst hast und immer der Erste warst, der irgendwas ausprobieren wollte? Oder hat sich das erst so entwickelt bei dir, dass du diesen Drang dazu hast? Also ich glaube immer, das Neue auszuprobieren, bei mir war es oft, ich war oft der Neue. Also ich bin viel umgezogen als Kind, ich habe einige Jahre in Deutschland gelebt, einige Jahre in Amerika und das war eine sehr, sehr prägende Zeit. Zwischen 14 und 16 habe ich da in Kalifornien gewohnt und immer wieder der Neue zu sein, man kommt rein in die Klasse, es kennt einen niemand, da muss man irgendwie schnell versuchen, Anschluss zu finden, jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, dieses offen auf Leute zuzugehen, das ist, glaube ich, eine Qualität, die ich sicher dadurch erlangt habe. Ja, jetzt bin ich hauptsächlich im Sales tätig, also meine Hauptaufgabe ist es, Immobilienprojekte zu finden für unsere Crowdmessing-Plattform. Und da ist es auch lieber einmal zu oft angerufen, als einmal zu wenig angerufen, einmal zu oft, vielleicht sage ich es blöd, die Klappe aufgemacht, als einmal dranbleiben einfach auch. Genau. Ja. Und ich glaube, diese Qualität, offen auf neue Leute zuzugehen, hat mir sehr geholfen, mein armes Netzwerk aufzubauen, aber auch viele Business Opportunities, die sich dann daraus ergeben haben. Also das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt, offen auf Leute zuzugehen. Hast du das damals geschätzt, dass du so viel herumgekommen bist in der Welt und stetig dir alles unter Anführungszeichen jetzt neu aufbauen musstest oder eher weniger? War das so ein bisschen ein innerlicher Kampf? Also ich sag mal, das war halt teilweise Kindesalter, Jugendlichenalter, da war es halt, Eltern haben gesagt, so, wir ziehen um und dann ist so, okay, ich komme mit, also keine wirkliche Wahl. Deswegen, man hinterfragt das oft gar nicht so, aber ich habe jetzt selbst 2 kleine Kinder und ich sehe, wie feinfühlig die dann doch sind, zum Beispiel Kindergarteneingewöhnung. Das ist eine, ich will nicht sagen, ein ziemlicher Prozess, bis sie dann dort gerne hingehen. Mhm. Und wenn man das jetzt selbst sieht, wie feinfühlig die Kinder sind, glaube ich schon, dass es auch mit mir damals als Kind was gemacht hat, auch wenn man es vielleicht gar nicht so mitbekommt. Ja, voll. So, aber jetzt im Nachhinein kann man sagen, gut, war vielleicht teilweise schon harter, immer der Neue zu sein. Aber jetzt muss ich halt sagen, es hilft mir in sehr vielen Dingen. Was du vorher gerade angesprochen hast, genau. Ja, die Qualität. Also, da muss ich dann überlegen, okay, mit welcher Perspektive sieht man das dann? So. Und mir im Nachhinein, glaube ich, hat es mir eigentlich sehr gut getan, auch wenn das im Moment, wenn du da reinkommst in die Klasse, alle kennen sich und du bist, hallo. Ich bin der Neue übrigens. Ja, hallo, servus, dann. Klar, mit dem muss man umgehen, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das hilft einem natürlich schon. Mhm. Und ich glaube, das sind ja viele Erfahrungen, das wirst du selbst aus deinem Unternehmertum kennen. Es ist ja oft das, was ganz leicht geht, ist ja nicht zwingend das, was dich am meisten weiterbringt. Das also stimmt, oft hast du ja schon mal um meinen Kunden gekämpft oder vielleicht eine Idee, die vielleicht schwer war in der Konzeption, die dann tatsächlich umzusetzen, das sind ja oft die Dinge, wo man gesagt hat, hey, puh. Da war ich aber froh, dass ich da dran geblieben bin. Voll. Und wo man dann Learnings vom meisten zieht am Ende des Tages. Jetzt würde mich natürlich interessieren,
Glaubst du, hat dich damals der Aufenthalt in Amerika, in Kalifornien, sehr geprägt für deine unternehmerische Karriere, für deine Selbstständigkeits-Mindset, würde ich jetzt mal behaupten? Oder war schon in deiner Familie klar, okay, du wirst mal Unternehmer, du wirst selbstständig? Wie ist da dein Ansatz? Also vielleicht ist der Familienbezug, also meine Mama, mit der ich hauptsächlich aufgewachsen bin, die ist Ärztin und die hat mit Unternehmertum per se wenig zu tun. Deswegen ist Unternehmertum bei uns in der Familie, das gab's eigentlich überhaupt nicht. Aber in Amerika, was da schon mir aufgefallen ist, ich war da zwischen 14 und 16 und dort war es vielleicht das Normalste der Welt, dass Jugendliche in meinem Alter, die haben alle gearbeitet, entweder beim Pizzaladen oder beim Surfshop oder als Lifeguard. Das heißt, diese, ich sag mal, Motivation, ich möchte Geld verdienen und da muss ich halt gerade am Anfang, wenn ich jetzt kein passives Einkommen habe, heißt das halt, ich muss halt Zeit dafür tauschen. Ja. Das war halt wirklich das Normalste der Welt und auch über alle, ich würde sagen, jetzt demografischen Verhältnisse weg. Also auch die aus einem guten Elternhaus, finanziell guten Elternhaus gekommen sind. Auch die mussten hakeln. Auch die haben gearbeitet. Ja. Das war irgendwie klipp und klar. Und das war etwas für mich, als ich dann zurückgekommen bin nach Wien, war dann irgendwie so Führerschein, Autokauf, irgendwie angestanden für mich persönlich. Ja. Das gab es jetzt bei uns finanziell, war das keine Möglichkeit. Und da habe ich dann recht früh begonnen mit Catering-Jobs zum Beispiel. Mhm. Oder ich habe Events veranstaltet. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ich in Amerika gesehen habe. Auch ein junger Mensch kann arbeiten und auch ein junger Mensch kann sich überlegen, wo ist seine Zeit gut eingesetzt und wie viel verträgt daneben Lernen für die Schule und was kann er daneben noch machen. Also ich glaube, das hat mich schon dort geprägt, weil es halt einfach sehr normal war. Da hat man Schule Montag bis Freitag und dann ist jeder am Samstag ein paar Stunden Arbeit gegangen. Und so. Also ich glaube, diese Scheue vor Arbeit, wir sind ja alle fleißig, viele machen, arbeiten sehr viel und sehr gut, aber ich glaube, für nicht Schüler, zu schade sein, oder? Das klingt jetzt blöd, aber man muss halt auch mal in die Scheiße greifen. So. Ja. Und wenn es halt jetzt nicht, es wird nicht der Traumjob sein, der erste Job, aber früh beginnen und Praktika machen. Ja. Und da, glaube ich, genau, Praktika machen und vor allem, wenn man da es auch schafft, mit den Leuten zu connecten, wo man dort ist. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Du kannst dort jetzt sitzen drei Wochen, vier Wochen und du machst deine Aufgaben gut und brav, aber ich glaube, wichtig ist es auch zu versuchen, da irgendjemand zu finden, der wirklich ein paar Fragen beantwortet und auch wirklich hinzugesagt, so, ich muss das jetzt einfordern, ich muss das was wissen. So, also ich glaube, muss ich da auch trauen, wenn man schon genommen wird als Praktikant, dann, ich sage es nicht mehr so lästig sein, aber diesen Zwischenweg zu finden, also okay, ich bin fleißig, zeige Effort und gleichzeitig aber auch, ich möchte was dafür in Return sehen. Und das heißt nicht das Gehalt, das ich bekomme vielleicht als Praktikant, sondern vielmehr noch Wissen, genau, ich würde gerne einmal mit Ihnen Mittagessen gehen und vielleicht erklären Sie mir, was läuft hier. So, also einfach versuchen zu erkennen, was wird hier gespielt. Mhm. Wann ist dir das erste Mal klar geworden, dass du so handeln musst, dass du zum Beispiel jetzt von Personen, die schon mehr Erfahrung haben, die von Personen vielleicht, die dort stehen, wo du gerne sein willst, dass du die einfach anschreibst oder ansprichst und einfach fragst um ihren Rat, dich inspirieren lässt von ihnen. War das auch schon im jugendlichen Alter? Ist das auch ein bisschen in Kalifornien so? Weil dort sind ja die Leute alle sehr offen. Du bist eigentlich mit jedem ziemlich cool. Wie ist dir das dann in Österreich wieder gefallen oder wie bist du da rangegangen? Als ich in Amerika gewohnt habe, da war ich noch relativ jung, da war ich zwischen 14 und 16 und da war ich so, wie soll man sagen, da war mein Interesse Surfen, Skaten und am Strand abhängen. Ja, also das war irgendwie noch relativ eingeschränkt. Also da war jetzt nicht, also Business war da noch nicht, ich habe da keine Business-Magazine gelesen, was es für coole Business-Ideen gibt. Deswegen dementsprechend auch wenig in diese Richtung da genetzwerkt und auch das Netzwerk meiner Eltern wäre dann nicht in diese Richtung gegangen. Ich habe bei einer deutschsprachigen Familie habe ich gebabysittet und da war der Vater CFO von einem Unternehmen. Da habe ich zum ersten Mal gehört, was ein CFO, was das okay, die Bedeutung, ist. Ja. Okay, ja. CFO, okay. aber ich glaube, da war mehr diese Offenheit zu lernen, okay, man kann auf Leute zugehen und das Schlimmste, was sie halt sagen, okay, ich will nicht mit dir reden. Aber man ist auch überrascht in Österreich, wie viele eigentlich mit einem reden, wenn man die richtigen Fragen stellt oder wenn man höflich einfach nachfragt. Genau. Ja. Da glaube ich, ist man in Österreich ein bisschen skeptisch und gar nicht zurecht, das ist mein Eindruck. Mhm. Wo das wirklich begonnen hat hier in Österreich, ich hatte ein paar Praktika im Immobilienbereich und eins davon war mit Abstand das Wichtigste. Das war bei JP Immobilien, da war ich mit 23 kurz vor Ende des Studiums und habe dann dort ein Praktikum gemacht, 4 Wochen und habe das dann dort gemacht und ich kann mich erinnern, da war ich mir so, ich glaube, 1 oder 2 Prüfungen vor meinem Uni-Abschluss, also knapp vorm Fertigwerden und habe dann dort irgendwie, wurde da irgendwie so als ganz
Basic-Praktikant eingestuft und habe dann bekommen, ich glaube, es waren 600 Euro oder so. Und das war damals schon relativ, das war keine große Summe. So. Ja, ja. Und ich habe damals gedacht, ja, 600 Euro ist auch irgendwie so. Ist es auch nicht die Welt. Und habe das dann irgendwie runtergebrochen, diese 4 Wochen, die ich dort verbracht habe, auf dieses Gehalt. So. Und dann habe ich dort Martin Müller, das ist auch immer noch ein guter Freund und Mentor eigentlich von mir, der war damals, für den habe ich dort gearbeitet hauptsächlich. Und dann Studium fertig gemacht und der hat mich eben auch einmal zum Mittagessen mitgenommen und hat mir irgendwie so also wirklich einen Einblick in die Immobilienwelt eigentlich gezeigt. Und dann, genau, Uni habe ich dann fertig studiert, habe dann Gerichtsjahr gemacht und habe dann ein Jahr in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet. Und parallel dazu haben wir schon Renity, unsere Crowdinvesting-Plattform, gegründet, mein Freund Lukas Müller und ich. Und dann haben wir das halt betrieben, ein halbes Jahr, und es ging am Anfang recht schwierig. Kannst du dir vorstellen, wenn du als junger Typ, 25 Jahre war ich damals, zu Immobilien-Developern gehst und wir kannten ja auch wenige, wir kannten eigentlich einen einzigen. Voll. Und dann gehst du wieder und sagst, nicht so ernst genommen. Nein, wieso überhaupt nicht ernst genommen? Auch zu Recht, du musst dich auch erstmal beweisen. Dann gehst du hin und sagst, ich würde jetzt gerne, wir wollen eine Crowdinvesting-Kampagne für euch machen und wir können 500.000 Euro einsammeln. So, das war für uns schon eine Riesensumme, weil wir schon ziemlich blöffen müssen. Und da haben natürlich viele gesagt, gut, macht's das 10-mal, coole Idee, coole Ambitionen. Kommst also, dann wieder, beweist es mal. Ja. Und beim 11. Mal, so. Jetzt haben wir das 150 Mal gemacht, jetzt tun wir es einfacher mit diesem Sales Pitch. Aber damals in dieser Phase war es halt echt schwierig. Also da haben wir echt gebraucht, um Kunden aufzubauen. Und dann irgendwann, wir haben das alles gebootstrapped. Das heißt, irgendwann war es auch schon finanziell ein bisschen angespannt. Das war von Uni-Absolvent, dann gerade eingestiegen in die Großkanzlei, dann halt ein bisschen was verdient. Das aber alles investiert ins eigene Startup. Alles investiert und dann wieder sehr ein studentisches Leben geführt. Das war dann so, okay, und jetzt muss aber langsam mit uns reinkommen, weil sonst irgendwie lang geht es halt nicht so. So, und dann habe ich eben wieder versucht, den Kontakt herzustellen zu meinem damaligen Arbeitgeber im Praktikum, eben Martin Müller, und bin da nicht durchgekommen, habe es nicht geschafft, habe angerufen, alle Nummern, die ich hatte, Festnetz im Office, Handynummer nie abgehoben. So. Und irgendwann habe ich dann angerufen und ich wusste nicht mehr weiter, weil ich habe halt wirklich über Wochen hinweg, ein paar Mal in der Woche, es war schon relativ... Schon nervig. Ja, war schon so gut. Und dann habe ich dann irgendwann die Assistentin erreicht und habe dann relativ frech gesagt, ich habe mit Herrn Müller einen Lunchtermin ausgemacht, nächste Woche Donnerstag, 12 Uhr. Und ich wusste, sein Lieblingslokal. Und er sagt, nächste Woche Donnerstag, 12 Uhr. Und die hat das halt einfach in den Kalender eingetragen, ohne das mit ihm zu checken. Das ist smart. Das ist sehr, sehr smart. Irgendwas muss ich machen. Na gut, dann ist er, und dann die nächste Woche Donnerstag. Ich war schon recht nervös, ob der jetzt wirklich kommt. Ja. Und er kommt. Du sitzt schon da. Ich natürlich schon. Und er kommt nicht. Das Erste, was er sagt, ist, aber den Termin haben wir nicht ausgemacht. ich habe mir da helfen müssen. Und dann ist man wirklich ins Gespräch gekommen und das war dann tatsächlich unser erster Investor auch bei uns in der Firma und über dieses Netzwerk, über dieses Praktikum, wo ich damals eigentlich, das habe ich damals quasi mir bewertet, selbst mit 600 Euro, was ich irgendwie wenig fand für 4 Wochen darauf Arbeit. Baut am Ende des Tages. Ist dann eigentlich, das war wahrscheinlich das wichtigste Praktikum, das ich je gemacht habe, wo ich am meisten gelernt habe und auch eigentlich den Grundstein für mein Netzwerk gelegt habe. Ja. Also ich glaube, man muss auch im Nachhinein sich dann die Sachen auch oft ein bisschen anders bewerten. Nicht, was habe ich da quasi sofort als Transaktion bekommen, sondern Long-Time einfach. Long-Term-Value. Da habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, das mal zu erkennen, was sind eigentlich die Dinge, wo, und das weiß man jetzt auch oft noch nicht, was zahlt sich aus, was zahlt sich nicht aus. Ja. Aber ich glaube, wenn man etwas findet, wo man glaubt, damals war mir schon klar, ich möchte Immobilien machen. Deswegen habe ich gesagt, ich habe das auch unbezahlt gemacht, weil ich habe gewusst, da will ich was lernen. Da hatte ich selbst noch, bis auf den rechtlichen Aspekt, den ich halt auf der Uni ein bisschen mitbekommen habe, eigentlich wenig Exposure gehabt zu Immobilien. Okay. Ich habe gewusst, das ist eigentlich der Bereich, der mir taugt. Deswegen ich hätte das auch gratis gemacht. Mhm. Aber ich glaube, man muss halt ein bisschen frech sein und ein bisschen sich zu helfen müssen. Ja, und vor allem, das hat ein Freund von mir mal gesagt, cooles Zitat, es braucht auch, und die wirst du treffen, diese Person, eine Person, die dein Potenzial erkennt und die dich fördert. Und die wird jeden treffen, diese Person. Und es gibt immer eine Schlüsselperson in deinem Leben, die dein Potenzial erkennt und die dich fördert. Und das war bei euch zum Beispiel bei einem Praktikum, die zuständige Person. Jetzt würde mich noch interessieren, wann war dir das so das erste Mal klar, Persönlichkeitsentwicklung? Man muss sich auch mit sich selbst ein bisschen auseinandersetzen. Und was für einen Stellenwert hat Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben? Ich weiß, es ist ein großer Begriff, aber allgemein diese Fragen, wofür stehe ich, was will ich erreichen, in diese Richtung? Seminare? Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein großer Themenbereich. Business ein Teil davon, dann wahrscheinlich für viele, viel mehr. Spiritualität, whatever. Privatbereich.
jetzt ganz aktiv im Sinne von, dass ich Seminare besuchen würde oder in die Richtung das weniger. Ich lese viel Bücher in Richtung Self-Development, das schon. Da auch viel amerikanische Literatur, was ja immer sehr irgendwie auf, wie soll man sagen, das ist immer sehr auf Erfolg getrimmt. Ja, alles ja, so. Klar, und ich glaube, da habe ich auch ein bisschen so einen europäischen Zugang. Es gibt nicht, es ist nicht jeder Erfolg in Zahlen messbar. So ein bisschen. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen auch vorsichtig sein, dass man, wenn man jetzt die nackte Zahl und das ist jetzt in unserer kapitalistischen Welt halt einfach Geld verdienen, wenn man das über alles stellt, glaube ich, dann kommt man auch irgendwie sagen, in Teufelsküche, aber da muss man schon. Und glücklich macht das einen dann wahrscheinlich auch. Also vielleicht nicht alle Personen. Genau, also ich glaube, wenn man das für sich mal erkennt, gut, ich möchte einen gewissen Erfolg schaffen, muss man, glaube ich, das eigene Glück trotzdem an was anderes koppeln. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt die letzten, sag mal, ich werde jetzt 32 nächste Woche und ich verdiene jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel mehr, als ich damals verdient habe, als ich 25 als ein Startup gegründet habe. Aber ich war damals die auch schon 600 Euro fürs Praktikum. Aber das Glücklichsein und das Spaß am Leben, das muss man woanders finden. Ja, ich glaube, viele definieren sich über Erfolg und da nehme ich mich auch nicht aus. Aber ich glaube, diese Erfolgsdefinition muss man entkoppeln vom eigenen Glück. Bei mir ist zum Beispiel die Familie ein Riesenthema. Ich habe 2 kleine Kids, meine Frau und da weiß ich, das ist so ein Ruhepol einfach, oder? Ruhepol, für dich, und wenn ich weiß, ich habe jetzt einen harten Tag vor mir und dann weiß ich aber auch immer, warum, es klingt, wie tue ich mir das an, wenn du weißt, du hast jetzt am Tag 10 Meetings und du weißt, du kommst am Abend zurück und bist halt fertig und dann kommen noch ein paar E-Mails und du weißt, da ist jetzt viel zu tun. Aber wenn du dann halt eben ein paar Tage frei nehmen kannst und Skifahren gehst mit den Kindern und du siehst, wie die zum ersten Mal auf Skien stehen, das sind so die Momente, wo ich merke, okay, dafür hat es sich gelohnt, die harte Arbeit. Genau, also ich glaube, das wird für jeden noch was anderes sein, was das ist. Viele sagen, gut, für mich ist das halt, ich weiß nicht, ja, die 3 Wochen geiler Urlaub auf Hawaii oder ein Surftrip. Aber ich glaube, wenn man da erkennt, was es ist, wofür man arbeitet, wofür man Energie reinsteckt, das hilft einem, glaube ich, ungemein, auch in der Früh aufzustehen und sagen, so, neue Woche, neues Glück, los geht's. Jetzt würde ich noch gerne einhaken, Randity. Was macht sie da genau? Ja. Also jetzt kannst du pitchen. Wir sind eine Crowdinvesting-Plattform für Immobilienprojekte. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Immobilienentwicklern, die auf uns zukommen und Kapitalbedarf haben, ihre Immobilienprojekte umzusetzen. So, und wir sammeln dieses Geld dann immer projektbezogen bei unseren Anlegern ein. So, also wir ein relativ simples Konzept und das hat uns auch stark dabei geholfen, das von Anfang an als umsatzorientiertes Geschäft aufzubauen. Ja. Also wir haben da nicht Millionen gebraucht, um es aufzubauen, sondern haben eigentlich von der ersten Minute an Umsatz gemacht. Und der Schlüssel zum Erfolg ist für uns, dass wir die richtigen Projekte auswählen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die besten Projektpartner finden, die wiederum die besten Projekte machen, damit wir hier auf lange Sicht die besten Ertragschancen für unsere Anleger schaffen. Ja, gute Rendite, aber vor allem auch eine sichere Rendite. Also wir sagen auch ganz offen, wir haben nicht die höchsten Zinsen am Markt, aber wir haben die beste Rückzahlungsquote. Also wir haben bisher jetzt immer 150 Projekte gemacht und davor gibt es 2 Projekte, die jetzt verzögert sind. Alle anderen wurden, die schon zurückgezahlt wurden vom Timing, wurden entweder vorzeitig zurückgezahlt oder zeitgerecht zurückgezahlt. Und das ist auch, was uns jetzt extrem hilft in der ursprünglichen Aufbauarbeit. Siehst du das ja nicht gleich, aber wenn die Kunden dann, wenn die Verträge eingehalten werden, wenn du das Geld an dem Tag bekommst. Ist Vertrauensbasis, schafft das Vertrauen. Genau. Ja. Wir sehen halt jetzt, was das hintenrum für Auswirkungen hat, wie stark uns die Kunden vertrauen. Dass sie nochmal investieren bei euch und nochmal und nochmal. Ja, unser Businessmodell ist auf Repeat-Business aufgebaut, sowohl bei unseren Anlegern als auch bei unseren Projektpartnern. Wir haben nichts von Eintagsfliegen, die einmal ein Projekt machen, einmal ein Projekt probieren und dann ist nichts geworden und unsere Anleger sind nicht happy, wir sind nicht happy, ist niemand happy. So, deswegen, unser Ziel ist immer, lieber öfter einmal Nein zu sagen, als einmal Ja, gerade bei der Projektauswahl. Gute Überleitung. Was bedeutet Ehrlichkeit für dich im Business? Ich glaube, Ehrlichkeit im Business hat auch ganz viele Facetten. Also ich glaube, das eine ist wirklich, dass man als Gegenüber, jetzt wenn man jetzt als an Vertragsbeziehungen denkt, dass man da wirklich, dass man da auch ganz offen sagen kann, was man machen kann, was man nicht machen möchte, was man nicht machen kann. Also ich glaube, da ist es schon sehr gut, wenn man da sehr früh beginnt, sich dem Klaren zu sein, was man wirklich anbieten kann. Wenngleich ich dazu sage, wie heißt dieser schöne Satz, fake it till you make it, wenn du wohin gehst und halt ich sag mal, mit einem Mauerblümchen da versuchst zu pitchen, wirst du da auch nicht besonders weit kommen. Deswegen es ist eine Gratwanderung von, okay, was kannst du wirklich deliveren? Also ich glaube, daran wird es halt auch gemessen, also Erwartungshaltungsmanagement. Und das haben wir jetzt auch die letzten Jahre teilweise in leidvoller Erfahrung erleben müssen.
wir sammeln Geld für unsere Kapitalpartner ein. Und da gab es natürlich gerade am Anfang, da war dann mal die Erwartung zu hoch gesteckt und ja. Das hat dann, da ist es dann nicht so gut gelaufen, das Projekt, und wir haben dann mit Hälfte eingesammelt oder so. Das war schon ein unangenehmes Telefonat. Also das ist das schon etwas, ich, was, ich, wo man sich dann auch merkt, das nächste Mal, hu, okay, da haben wir offenbar ein bisschen zu hoch gepitcht. Also ich glaube, da ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Was kann man machen? Was kann man machen? Und gleichzeitig muss man trotzdem versuchen, sich ja zu pushen. Ja, also wenn ich immer nur das sage, was ich heute kann, darauf kann man jetzt auch wieder kein Geschäftsmodell aufbauen. Aber ich glaube, man muss halt eine ehrliche Vision verkörpern. Ich arbeite so und so und so. Ich setze diese Schritte, damit ich das dann erreichen kann. Und ich glaube, wenn man das mit gutem Gewissen verkaufen kann, glaube ich, kann man gut mit dem Gegenüber umgehen. Jetzt, du bist auch Content Creator, machst richtig coole Videos auf YouTube. Wie bist du dazu gekommen? Ist das auch für dich ein Ruhepol, der sich entwickelt hat bei dir? Oder? Ja, das war wirklich spannend. Das war so ein bisschen so ein Corona-Baby. Also irgendwie im Lockdown 2020, März, April gesessen sind, habe ich mir gedacht, ich habe es schon ich hab mir aufgeschoben. Oder? Ja, die Kamera habe ich mir, glaube ich, schon gekauft, aber ich habe so eine ganz kleine Basic Sony Kompaktkamera gekauft. Und die habe ich, glaube ich, sogar schon 2019 mir irgendwann gekauft. Und ich habe immer gesagt, ich will das machen. Und habe mich aber ehrlich gesagt nicht getraut. Es war immer so, okay, kann ich das? Vor der Kamera so, irgendwie. Kann man in die Kamera reden. Das ist schon am Anfang, vor allem, wenn man es nie gemacht hat, wirklich komisch. Du wirst es besser kennen, ihr macht es ja noch viel häufiger. Oder ja, alleine vor allem auch in die Kamera reinsprechen. Das ist vor allem, also so Solo-Episode, das ist finde ich. Das ist ganz weird, das stimmt. Ich mache dieses Projekt gemeinsam mit meinem Bruder. Der ist eine Spur jünger, der ist jetzt 23. Und mit dem habe ich dieses Corona-Projekt geschaut. Also wir haben das von Anfang an, war das so im Duo. Und genau, Kanal ist Frühpension und geht es eben darum, wie man Vermögen aufbauen kann und wie man passives Investment, wie man passives Einkommen generieren kann. Und auch hier, wenn du sagst Ehrlichkeit, hier versuche ich halt auch so transparent wie möglich dein Wissen zu kommunizieren. Genau, Wissen zu teilen und auch die Investments zu machen, die ich halt auch tatsächlich mache. Also ich rede über nichts, was du nicht selbst erlebt hast oder gemacht hast. Ich nehme mein eigenes Gift. So auf der also alles, was ich da vermittle, dazu stehe ich auch. Und es hilft mir aber auch, ist nämlich eine interessante Tätigkeit. Sonst ist meine Tätigkeit relativ straightforward. Also ich muss in meinem Tagesgeschäft geht es, ich klinge jetzt ein bisschen blöd, aber um die nackte Zahl. Ich muss schauen, dass die Projekte passen. Ich muss Projekte an Land ziehen und ich muss schauen, dass die Projekte platziert werden. Und das Umsatz so passiert. Das ist der Weg. Also, deswegen ist es eine relativ, natürlich haben wir immer Strategie-Workshops und es gibt immer kreative Ideen, aber es ist straightforward. Das ist schon ein, da geht es um die nackte Zahl. So. Und bei der Frühpension, also bei meinem Kanal, da kann ich viel meine kreative Ader ausleben. Und das macht dann einfach Spaß. Da mal so ein Gegenpol, wenn man einmal eine Stunde sitzt und einem Skript feilt, wenn man versucht, einen Wortwitz einzubauen, da geht man besser, mal schlechter. Aber man versucht halt ein bisschen Humor reinzubringen. Und es ist einfach eine andere Tätigkeit. Das macht Spaß, ja. Ist ein Ausgleich. Jetzt würde mich noch interessieren, ein Learning, was du in deinem bisherigen Leben gemacht hast, was du gerne mit deinen Kindern teilen wirst, möchtest. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr tiefgründige Frage, aber kommt dir da etwas in den Sinn, was für dich ein Glaubenssatz vielleicht war, den du durchbrochen hast und seitdem geht es dir viel, viel besser oder irgendwas? Also ich glaube, eine Sache, die ich lange nicht verstanden habe und die ich auch erst immer mehr lerne zu verstehen, glaube ich, ist dieses Thema wirklich Verantwortung zu übernehmen. Also einfach, dass man... Also mit Kindern lernt man das auf jeden Fall, denke ich. Ja, also genau, also gar nicht so sehr jetzt für jemand anderen Verantwortung zu übernehmen, aber wenn jetzt ein Business, du bist ein Business Owner und das ist deine Agentur und es läuft beim Editieren von einem Video was falsch, das vielleicht nicht du selbst editierst, sondern halt ein Mitarbeiter oder du bist aber ganz oben von der Organisation. Dann ist am Anfang ist immer so der Reflex, na gut, das hat der und der verbockt. So, aber ich glaube, halt das wirkliche Ownership und die wirkliche Verantwortung zu übernehmen, dass man sich das traut und dann halt auch irgendwie schafft, intern, wie auch immer die Kommunikation läuft, dass man es da schafft, die Verantwortung zu übernehmen, die bleibt halt immer bei dir hängen. Am Schluss, brauche ich nie zum Kunden gehen und sagen, hey, das war mein Mitarbeiter. Genau, der Podcast ist leider falsch geschnitten, sondern das ist halt leider am Schluss dann immer das Problem wirklich vom, Gründer, ja. So, genau, und ich glaube, das ist aber auch ein sehr mächtiges Tool in beide Richtungen. Das heißt, du kannst auch,
du kannst auch sehr viel beeinflussen. Also du kannst auch gestalten, du kannst auch machen, aber ich glaube, man muss halt dieses Ownership, diese Verantwortung muss man in beide Richtungen nehmen und auch nehmen können. Und das war für mich sicher eine schwierige, ich war davor in einer Großkanzlei und da war ich halt in einem Team von 10 Leuten und da macht man eine DD und da arbeiten 20 Leute an einem Word und klar, nach bestem Wissen und Gewissen tipselt man da rein, ein bisschen überzogen. Aber da habe ich mich nie so gefühlt, also ich habe da mein Bestes gegeben, bin da lange Stunden gesessen, am Wochenende, am Abend, aber dieses Gefühl von wirklicher Verantwortung zu nehmen oder auch wenn du jetzt sagst, du bist im Immobilienbereich tätig und kaufst Wohnungen. Ich kaufe immer wieder Vorsorgewohnungen und da ist auch dieses, da kannst du den Steuerberater fragen, den Rechtsanwalt, alle möglichen Berater. Aber die Entscheidung am Ende des Tages, die Unterschrift, das Kaufanbot, musst du unterschreiben. Du musst dann auch damit leben, wenn der Mieter auszieht, wo du dachtest, der bleibt. Und ich glaube, das ist etwas, das muss man sich halt trauen und ich glaube, das kann man aber auch lernen, dass man sagt, okay, das ist meine Entscheidung, ich lebe damit, passt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich meinen Kindern, glaube ich, mitgeben möchte, weil egal in welchen Bereich man geht. Das braucht man überall. Genau, wenn du sagst, du willst Top-Musiker werden und du willst da der Beste werden oder was auch immer du willst da, dann gibt's halt auch die eine Audition und da musst du halt performen. Ja. Und da musst du dir für dich. Ein Konzert musst du auch performen, das kann dir auch niemand abnehmen. Also, da kannst du dann nicht sagen, ja, ich konnte nicht üben, weil. Was auch immer. Also ich glaube, es gibt immer einen Weg, wenn man es möchte. Und ich glaube, diese Ownership, diese Verantwortung, also wenn ich das meinen Kindern beibringen kann, dann würde ich mich freuen, zumindest ihnen dieses Konzept mitzugeben. Also was sie dann machen, in welche Richtung sie gehen, nur nicht im Immobilienbereich. Tobi, danke für deine Zeit. Waren sehr, sehr coole Impulse dabei. Alle Links zum Tobi und zu Renny, die finden Sie natürlich unten in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Cool. Danke, Daniel. Bis zum nächsten Mal.